Herzlich willkommen zur Woche 21. Es ist Dienstag, quasi Mittagspause. Gehe jetzt eine Runde laufen. Das Wetter ist widerlich, es regnet richtig dolle, aber es hilft nichts. Ich schaffe sonst nicht mehr zu laufen, denn morgen geht es für mich auf Dienstreise. Und der nächste Lauf ist dann erst am Donnerstag möglich, da vor Ort. Und dann am Sonntag hier wieder in Berlin, dann zusammen mit dem Markus. Freue ich mich schon drauf. Ja, Gewicht geht einen Tick nach oben, habe mich heute früh gewogen. Ich behaupte einfach mal, weil ich wirklich diszipliniert esse, ich verliere wahrscheinlich weniger Wasser, B, hat der Körper sich jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt, oder der Stoffwechsel, und vor allem natürlich werde ich sicherlich Unmengen an Muskelmasse aufgebaut haben in den letzten Tagen durch das Laufen, sodass das wahrscheinlich auch ein Grund ist, dass es ein paar Gramm nach oben geht. Aber ist mir auch völlig egal, ehrlich gesagt. Fühlt sich alles gut an und ich freue mich einfach. Ja, gefrühstückt habe ich einfach nur heute ein bisschen Toast mit Marmelade und Honig. Was Leichtes vor der Lauferei. Und jetzt geht es wieder in den Grunewald. Ich freue mich auf die Woche. Danke, dass du dabei bist. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, du kennst das übliche Spiel. Einfach hier unten drücken, gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst du nichts mehr. Erzähl deinen Freunden davon, dann wachsen wir hier noch ein bisschen. Tausend Dank, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du hier dabei bist. Würde mich auch freuen, wenn du bis zu Ende guckst. Also, happy Dienstag! Alter Schwede, ist das hier rutschig. Super. Super Strecke ausgesucht, das Schubert. I don't care, it's a double dare. I ain't scared, you best beware, you best beware. It's alright, she's in my side. I got all night, so just sit tight, so just sit tight. Every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight. So, guten Morgen aus London. Guten Morgen aus dem Kensington Gardens. Ja, Tag 2 in London. Es ist Donnerstag. Happy Donnerstag. Bin gestern ganz, ganz früh los, um 3 Uhr klingelte der Wecker, 4 Uhr ins Auto und ab zum Flughafen. Das Flieger ging schon um 6.30 Uhr oder so, also
super früh. Da hatte ich gestern noch ein bisschen Zeit, bis die Termine losgingen. Ein bisschen Sightseeing gemacht. London ist einfach irre. Wer schon da war, weiß es. Wer noch nicht da war, hin. Kleines Jubiläum. Ist jetzt mein 10. Mal in London. Und immer wieder aufregend. London Eye, Tower, Westminster und. Einfach grandios. Jetzt bin ich eine Runde laufen. In Kensington Gardens, wie gesagt. Dann habe ich ein paar Termine. Und heute Abend gehe ich zu Agatha Christie in die Mousetrap, Mausefalle. Habe ich schon mal gemacht. Läuft, glaube ich, seit den 50er Jahren. Jeden Abend. Genial. Die Mädels gehen zu ABBA. Ja, und morgen dann den ganzen Tag Termine. Der Haupttag, wegen dessen ich hier bin. Also, geht bergauf. Ihr hört es gerade. Ich laufe jetzt zum Kensington Palace. It's just us two. Unterwegs, keiner grüßt. Hier wird es einfach nicht gegrüßt. Schade. Ich habe extra gelernt, was Guten Morgen auf Englisch heißt. So, ein bisschen Sightseeing. Das ist das Albert Memorial. Ziemlich groß, ziemlich prunkvoll. Und genau hinter mir, Licht ist ein bisschen doof, ist die Royal Albert Hall. Kennt ihr bestimmt. Konzerte, Les Pomp oder sowas, keine Ahnung. Ziemlich bekannt. Also ihr seht hier, London an jeder Ecke ist irgendwas, was man sich angucken muss. Zur Orientierung, da hinten ungefähr ist Knightsbridge und da ist dann das Harrods und so weiter. Bekannte Kaufhaus. Ich laufe jetzt geradeaus weiter aus dem Kensington Garden wieder raus und hinten kommt dann die Serpentines. Das ist dann der Hyde Park und wenn ich mich nicht irre, war da der Olympische Triathlon 2012. Der wurde da geschwommen und da wurde auch gelaufen. Also, weiter geht's, ihr Lieben. London Calling. Hey. Das ist doch schon mal was. Also ein Ei, Wasser habe ich auch hier. Und dann gehe ich noch einen Kaffee trinken irgendwo. Und dann wird gearbeitet. So, das war ein super Lauf. Hat Spaß gemacht. Wunderschöne Gegend, wirklich unbeschreiblich.
ist ja die Frage, Straße, Urban, Trail. Und da komme ich auch gleich zur Frage der Woche, denn ich merke in der Zwischenzeit, wie sehr mir Trailrunning Spaß macht, im Grunewald und auch wenn es anstrengend ist, aber es macht so viel Spaß, weil ich habe das Gefühl, es bekommt mir körperlich auch besser. Kann ich mir auch einbilden. So eine Sachen wie eben allerdings, muss ich sagen, sind gigantisch. Also hier in London im Hyde und Kensington Park, das ist unbeschreiblich schön. Habe ich aber in Berlin auch nicht immer. Kronprinzessinweg ist irgendwann langweilig und in der Stadt, das macht mir auch nicht so einen Spaß. Also, Frage der Woche an euch. Trailrunning oder Straßenlauf? Was mögt ihr lieber und wo seht ihr die Vor- bzw. Nachteile jeweils? Klar, wenn ich für einen Straßenlauf gemeldet habe, muss ich natürlich auch auf der Straße laufen. Aber generell würde mich interessieren, hier unten in die Kommentare. Happy Thursday, London Calling. So, die Mausefalle. Seit 70 Jahren läuft das Ding jeden Abend. Irre. Ich habe es jetzt erst zum zweiten Mal. Guten Morgen, happy Freitag, ihr Lieben. Es ist 8 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meinen Meetings. Das nennt sich Mold Marketing Destination Showcase. I found that photo in the sofa. And it's from way back in the one. So I guess this is the durch. 18 Uhr ist es jetzt. Die Mädels waren bei Harry Potter, waren total zufrieden, war wohl der Hammer. Aber jetzt fehlt nur noch eins: Essen. Grew up on 913 on Blue Rock. Memories of six kids running. Guten Morgen, es ist Sonntag und ganz offensichtlich bin ich zurück in Berlin. Ja, wir sind gestern ziemlich spät nach Hause gekommen, waren so um kurz vor 12 erst zu Hause. 10 Uhr, glaube ich, gelandet. Dann die Koffer und. Hatten gestern noch einen ziemlich schönen Tag, sind durch den Hyde Park ein bisschen spaziert, sind dann rüber zum Harrods gelaufen, mal kurz im Harrods ein bisschen gucken. Dann noch eine britische Tea Time, das haben wir noch genossen. Ja, und dann hatten wir einige Stunden noch am Flughafen zu verbringen. Aber gut, ging auch vorbei und dann ging es nach Haus. So, jetzt Sonntag, treffen wir uns gleich mit Markus und Janine und dann geht es eine kurze Runde laufen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nur, wo wir uns treffen. Markus hat gesagt, Straße und Park. Das hat normale Laufschuhe, keine Trail-Schuhe. Wie gesagt, denkt an die Frage der Woche. Auf geht's zum Laufen. Ja, im Stadion, aber ich war ja da nicht um die, in der Umgebung. Ja, und welcher im Start? So, liebe Grüße aus dem Volkspark Wilmersdorf. Janine, Nina, Markus, Robby. Gestern noch im Hyde Park, heute im schönen Volkspark Wilmersdorf. Hier ist auf jeden Fall die Begleitung schöner. Jetzt lass ihn drin. Mega Lauf, hat Spaß gemacht. Danke euch. Mega.
Ja, danke. So, ihr Lieben, das war das. Die Woche ist rum, war eine aufregende Woche. Dienstreise London stand im Fokus, klar. 3 Läufe sind es geworden in dieser Woche. Nächste Woche versuche ich es auf 4 wieder hochzuschrauben. Aber der Rücken hält, das ist für mich immerhin das Wichtigste. Und in London zu laufen, da gibt es auch Schlimmeres. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du bis zum Ende geguckt hast. Würde mich freuen, wenn du die Frage der Woche beantwortest. Würde mich ebenso freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich weiß Bescheid, hier unten einfach drücken, die Glocke aktivieren. Verpasst du kein Video mehr, teil den Kanal gerne mit deinen Freunden. Dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Schubertzian.